Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von Planet Zoo. Wie ihr seht, ich habe hier so ein bisschen was gemacht. Naja, was heißt ein bisschen? Ich habe ganz schön viel gemacht. Eigentlich, ich habe hier das zweite Gehege besiedelt mit den Tieren, die wir so hatten. Und bepflanzt. Die haben auch einen kleinen Teich bekommen. Und ja, ich habe hier die Bepflanzung noch ein bisschen weitergeführt. Und hier vorne habe ich auch ein bisschen was gemacht. Hier war ja noch kahl. Da habe ich, ja, ganz kleines bisschen was hingemacht. Und hier habe ich die Barrierenstück nach hinten geschoben und hier vorne jetzt auch schön Pflanzen hingemacht. Ich habe gedacht, so einheitlich ist das ganz gut. Das habe ich nun hier auf der Seite auch gemacht. Und naja, ich denke mal, das kann sich doch sehen lassen. Ja, die 4000 Besucher, die sprengen natürlich so ein bisschen unseren Zoo hier. Das ist wirklich sehr heftig. Das ist echt viel. Ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt hier ändern soll. Weil eigentlich könnten die sich ein bisschen mehr verteilen. Das ist, weil hier hinten nicht viel los ist, ne? Ah ja, hier ist ja auch noch nicht fertig. Ja. Ja, ich glaube, wir müssten ja eigentlich auch irgendwo mal einen zweiten Eingang hin tun. Also diese Platten, wo dann die Leute spawnen und raus und reingehen können und so. Und ja, also wenn wir da noch eins haben, ich glaube, dann lüftet sich hier das so ein bisschen, dann lichtet sich das bisschen hier, ja, auf. Ja, also ich mag die Pflanzen, ich mag auch die Bongos echt gerne. Die können auch so einen Fußball haben und so. Und ja. Wie heißt du denn? Shaui? Nein. Eieiei. Wir nennen dich mal Sheila. Obwohl, warte mal. Ich glaube, das schreibt man mit SH. Ja, wir schreiben dich mal so. Ich habe auch viel aufgeräumt. Ich habe viele Tiere versorgt, entfernt und du machst doch nicht etwa da rein, also wirklich. Du Ferkelchen. Ja, man hat hier innen drin jetzt auch ein paar Pflanzen und der Stresspegel scheint eigentlich okay zu sein, also da habe ich jetzt keine dramatischen Dinge gesehen und ich glaube, das hier hinten ist ganz gut, das gefällt denen, glaube ich. Können vielleicht auch ein zweites noch hier hin machen. Vielleicht so. Na, dann schläfst du da nicht mehr ganz alleine dort. Oh, hat dich das da jetzt gestört? Na, ich lasse es trotzdem mal dort. Ich denke, das geht so. Ja, ich möchte mich mal bedanken für die ganzen Däumchen nach oben, die ihr mir immer so da lasst. Also das freut mich immer riesig und ja, dafür sage ich mal ganz herzlich Dankeschön. Auch für die Kommentare möchte ich mich bedanken. Da gibt es ja auch immer wieder schöne. Und ja, vielen Dank. Freut mich immer, wenn ich hier was mache, was euch auch gefällt. Ich habe hier bei dem See, ja, das kann man eigentlich schon sagen, ist schon ein großer See, auch Pflanzen hingemacht und hier Steinchen hingesetzt und sowas. Ja, die wunderbaren Seerosen, die habe ich jetzt nach außen verfrachtet. Und testweise habe ich auch welche über die Flamingos reingesetzt, um zu gucken, ob das bei denen genauso ist. Ich vermute es ja fast schon. Um dieses Müllproblem müssen wir uns natürlich jetzt mal kümmern. Und ich glaube, das sorgt auch ein bisschen dafür, dass die Leute aus dem Zoo verschwinden. Ich habe auch den Preis erhöht. Ich habe den Ausbilder, der keinen zugewiesenen Arbeitsplatz hatte, habe ich entlassen. Weil der kostet ja auch 1000 einfach, ne? Ja, wir haben jetzt nur bei den Pfauen noch einen. Und im Moment scheint er nichts zu tun. Gut. Was wollte ich noch gucken? Ja, Arbeitsbereich, genau. Ja, wir müssten im Prinzip hier einen Arbeitsbereich machen, dass die irgendwie hier hinkommen. Also nicht nur hier hinkommen, sondern dann auch hier lang gehen. Und ich bin ja eigentlich so in Versuchung, hier hinten einfach einen Mitarbeiterraum hinzustellen.
der dann hier verbunden ist, dass die dann hier irgendwie auch langlaufen. Aber ich überlege mir das mal noch. Ja. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil wenn da keine Gehege zugeteilt sind und so, dann gehen die Putzi-Futzis halt auch nicht wirklich dahin. Ich weiß nicht, ob die hier hingehen würden. Ich glaube es ja fast nicht, ne? Können ja mal gerade gucken. Wer ist denn hier zugeteilt? Geparden. Hier ist einer mit keinem Arbeitsbereich. Ich glaube, den hole ich mir mal gerade. Oder die? Ja, da musst du mal kurz auf dem Rückweg aufräumen. Du bist ein Meister? Na, dann siehst du ja jeden Dreck. Habe ich mich verguckt? Nö, ne? Ich habe mich, glaube ich, nicht verschaut. Ja, du bist Meister. Gut, dann räumen wir schön auf hier. Und gut, ich habe euch ja jetzt alles gezeigt. Ja. Ja. Ja, man sieht, es kommen auch viel weniger Meldungen hier. Ach so, ja, die Forschung, genau. Die holen wir mal ab. Ich habe so einiges gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich alles wirklich gezeigt habe. Die Forschung auch. Oh, Aquatisch ist fertig. Sehr schön. Ich glaube, jetzt sind wir hier auch fertig, oder? Ja. Wieder mal sind wir fertig. Bis zum nächsten DLC. Ah, hier habe ich noch Überwachungskamera hingestellt, ne? Die Leute, die sollen ja nicht unbedingt beklaut werden. Und wer es noch nicht wusste, man kann hier die Kameraansicht oder Kamerasicht geben. Da kann man mit dem gedrückten Mausrad so ein bisschen, ja, hier gucken, wo es hin soll, ne? Und dann geht man da einfach wieder raus. Gut, ist auf jeden Fall ganz witzig. Ja, so. Momentan gibt es ja die Herausforderung mit den Wölfen und Dingos und Hunde und so, ne? Aber hier steht immer noch 0 und das schon seit Stunden. Also ich war vor ein paar Stunden schon mal hier drin und habe hier halt gewerkelt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt verbuggt ist. Weil normalerweise ist die Community nicht, ja, nach Stunden auf 0. Also das ist irgendwie merkwürdig. Ja, wir könnten hier hinten jetzt weitermachen. Wir könnten allerdings auch hier weitermachen. Ich glaube, ich mache hier weiter. Weil die müssen eingebaut werden. Und vielleicht auch so eine Fläche vielleicht dahin. Das ist, glaube ich, gar nicht so übel. Ich mache das hier mal gerade weg alles. Ja, und ihr Leute, ihr müsst jetzt leider euch einen anderen Platz suchen. In welcher Dings seid ihr denn hier drin? Da hat jemand Durst. Ja, okay. Hier sieht man gar nicht den Arbeitsbereich. Da muss ich das wohl bei dem Verkäufer machen, oder was? Das ist bestimmt Fressbudeneingang, glaube ich. Naja, müsste eigentlich. Das Geld steigt wieder. Wir können ja mal kurz in die Finanzen schauen. Ja, es wurde auch viel Rückerstattung gegeben. Das war, glaube ich, sogar noch mehr vorhin. Es ist anscheinend gesunken. Die waren nämlich nicht zufrieden. Und das ist ein bisschen schade. Da habe ich halt ein bisschen geguckt. Ich zeige euch das jetzt nur mal so ein bisschen im Überblick. Das scheint auch wieder, also, zu steigen. Es ist weniger Minus wie vorher. Das ist schon mal gut. Ich habe auch die Ticketverkäufe erhöht. Ja, man muss halt ein bisschen schauen hier. Noch sieht es gar nicht so schlecht aus, glaube ich. So. Jetzt drücke ich aber mal Pause. Und ja, dann müsste ich die jetzt wirklich mal entfernen. Und dann halt neu einsortieren. Spawnt hier gerade woanders hin. Danke. So. Ja, das hier gefällt mir richtig gut mit diesem orangenen, wunderschönen Weg. Das kann man echt gut so machen. So. Wo ist er denn? Da. So, also genau direkt gegenüber müssen wir es nicht unbedingt haben. Wir könnten vielleicht so machen.
vielleicht so und mal gucken, ob das funktioniert. Ah nee, warte mal, ich mache eins zurück. Ich fange hier mit dem Raster an. Genau. Hier. Also auf jeden Fall müssen es mindestens 3 Geschäfte sein. Wir könnten hier welche hinmachen. Dort natürlich auch. Und ich möchte hier aber auch nochmal zu dem Weg kommen. Es muss, also hier möchte ich gerne mehr wie einen Eingang haben. Obwohl die vielleicht eh drüber laufen, das kann natürlich auch sein. Naja, ich guck mal. Nee. Na komm. Will er nicht. Warum denn nicht? Aber schon, weil hier diese Ecke ist. Okay, dann machen wir nochmal zurück. Nochmal, nochmal, genau. Fangen wir hier nämlich mal anders an. Ich hätte es schon gern gerade so. Probieren wir es mal so rum. Ha? Nee, Raster hätte ich gern. Genau. Ah ja, es ist schon sehr schief. Ist hier auch schon schief? Ne, hier ist noch gerade. Ne, es ist schon ein bisschen schief. Gut, dann machen wir das wieder weg. So. Ja. Das ist auch fast perfekt. Dass das hier ein bisschen schief ist, ist gar nicht schlimm. Da kommen ja sowieso schöne Blümchen rein. Und jetzt müsste ich ein bisschen das Gelände hier flätten, wollte ich gerade sagen. Flach machen. Flätten, gibt es das überhaupt? Übernehmen einfach, genau. Ja, ich meine, wir haben zwar hier in der Station auch noch was zum Schnabbeln und so, aber die Leute wollen ja überall was essen und trinken. Vielleicht könnten wir aber auch Vivarien hier hinmachen. Es gibt ja jetzt diese Diamantschildkröte. Die könnten wir ja auch mal uns anschauen. Erstmal hier den Weg. So. So. Naja, mal gucken. Ich glaube, dass das gar nicht so schlecht. Ich glaube, das ist ganz gut. So, was machen wir jetzt dahin? Wir hatten hier einen Chief Beef, genau, Hot Dogs haben wir hier. Chief Beef, machen wir mal die Dinger weg. Bin ja ganz falsch. So, trinken, ganz wichtig. Smoothie, das kann ich mir was erfreuen. Ja. Ich weiß nur, wir hatten Chief Beef und was zu trinken und ein Klo. So, wenn ich das so mache, passt das ja perfekt. Sieht man schön an dem Gitter. Ich kann das aber so machen. Ah, Moment mal. Ich kann hier aber die Vivarien hinmachen. Ich guck mal, wie das aussieht. Kann man hier auch mit STRG, ohne dass es einen dockt. Nee, das sieht ja mal ganz furchtbar aus hier. Okay, irgendwie ist das da unschön. Jawohl, ja, nee. Okay. Nee, ich mache jetzt erstmal keine Vivarien hin. Ja, wir machen die mal weg. Gut, dann gibt's halt erstmal ein Getränke-Ding. Oh, Milchshakes. Ice Cream. Haben wir schon Ice Cream? Ich glaube, irgendwo sieht man das, was man alles hat. Oh, jetzt bin ich natürlich ungerade geworden. Ja, ich glaube, hier hinten ist das ganz gut. Die
Toilette hätte ich tatsächlich gerne so. Eigentlich hier. Aber nicht so gebogen wieder, ne? Ist auch nicht das, was ich gerne hätte. Aber gut, ich setze die mal hier hin. Dann muss ich das jetzt halt nochmal neu machen, das Stück. Raster? Ah, okay. So. Echt jetzt? Na gut, dann halt so. Das kriegen wir hin. So, und jetzt müsste ich hier auf kleiner gehen. Ach Mensch. Faken kann ich nicht einschalten. So könnte ich aber machen. Naja, dann haben wir jetzt eine runde Fläche. Warum auch immer man beim Klon eine runde Fläche braucht. Oje. Also ich wollte eigentlich was, Unkompliziertes, Schönes machen. Dieses Spiel ist einfach dagegen. Ich könnte mir sowas machen. Oha, das ist aber... Nee. Ein Stück rüber noch. Immer noch nicht. Oh je, oh je, oh je. Dieses Spiel. Ich meine, das da gefällt mir jetzt schon. Dann müsste ich vielleicht meine... Ja, meine Idee überdenken. Ich meine, es ist ein Gebäude, man muss dann halt nur von zwei verschiedenen Seiten hingehen. Es sei denn, die latschen über die Wiese. Vielleicht latschen sie auch hier drüber, ne? Das kann auch sein. Wir machen hier Blümchen hin und dann gucken wir mal, dass da kann bleiben. Okay, wir lassen es jetzt einfach so. Wir müssen es halt, Kompromisse eingehen. Wenn man nicht alles kann, dann muss man das irgendwie auch hinnehmen, sag ich mal. So, jetzt gucken wir mal, was wir noch hier hinstellen. Wir haben jetzt den Getränkedings. Energy ist auch nicht schlecht. Wir haben, was haben wir? Wir haben Smoothie? Nee, Soda. Ach so. Alles klar. Freddy's Excellente. Der Chief Beef, der soll hier hin. Ja, mach mal bitte in die Gruppe rein. Mal gucken, ob das was bringt. Ja. Und Info. Just a momento. Wir können auch Luftballons hier hin machen. Vielleicht so.
Ich glaube, wir machen das so. Ich glaube, ich mache noch eins größer. Ich guck mal gerade. Obwohl. Na, vielleicht doch. Ja, ich mach's mal. Ich kann ja hier ein Vivarium hin. Naja, wir gucken mal. So. Ich kann auch noch ein bisschen tiefer. Ja, da kann ich auch schön Bäumchen und alles hin. Ich glaube, hier nicht ganz so niedrig. Der muss noch mal darunter. Und ja, das da ist doch ganz gut. Machen wir noch ein bisschen Kletten. Gut, probieren wir es noch mal. Zuerst mal der Weg hier. Da lang. Und jetzt das Vivarium eigentlich. Oder zwei. Ich mache hier mal den Weg hin. Wo ich jetzt nicht weiß, ob das gut ist. Wir gucken mal. Und dann hier ein Vivarium, dachte ich. Okay, wie klein das direkt wird, ne? Okay, so. Ja, und so dachte ich, aber ich glaube, dort geht es auch gut. Ja, jetzt müssen wir natürlich wieder der Krieg der Wege hier. Oh Gott, bitte nicht, bitte tu das nicht. Wieso kann man denn nicht hier einfach so machen? Schade. Nee, so meinte ich das gar nicht. 6. Das ist die Größe. 5. So. Tja, da müssen wir wohl wieder Kompromisse eingehen. Ne? Ich mache mal eins zurück. Gehen wir nochmal auf 4. Sodass wir hier den Weg haben. Und hier. Na, das war doch... Ja, genau. Okay, da könnten wir doch auch noch hinkriegen hier. So, ja. Super. Und jetzt? Was mache ich jetzt? So lang? Aber da ist dann die Schlange hier, die Warteschlange. Mal so. Oh Mann, ne. Das ist echt. Und jetzt? Na okay, das geht nicht richtig. Obwohl das jetzt schön wäre, wenn das jetzt noch eckig wäre da unten. So, ne? Ich lasse es jetzt so. Ich finde das jetzt sehr schön so. So, das war ja jetzt auch wieder eine Geburt hier, eine schwere Geburt, meine Güte. Aber so kann man es lassen. Wenn man jetzt sich nur vorstellt, wie das ausgeschmückt aussieht und so, dann geht es. Ja. Gut. Stellen wir mal noch Bänke hin. Und die werden dann schön eingebaut. Und hier kommt auch noch was hin. Also was Schönes. Ich habe da schon so ein bisschen eine Idee. Und ja, die werden auch schön eingebaut. Dann haben wir hier eine hübsche Ecke, glaube ich. Da können sie dann gut genährt und gestärkt den romantischen Pfad gehen. Und ich zeige euch mal, wie das aussehen könnte. Wenn es dunkel ist. Gehen wir hier mal
Ah, wir haben schon Nacht. Sehr schön. Mehr oder weniger. Wir haben jetzt Abend. Also hier ist nicht überall Strom. Also so könnte es aussehen. Die leuchten schon mal. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich die Sterne jetzt lasse. Ja, muss ich mal schauen. Weiß ich nicht. Die leuchten ja jetzt nicht die auf der anderen Seite da. Aber ich glaube, das wird sehr schön. Ja, wenn ihr auch hier drauf geht, dann kommen die auch raus. Wäre nur halt schade, weil das schon sehr schön aussieht, ne? Oh, das ist der Mond schon. Ja. Ja, ja, die haben kein Licht hier. Die haben kein Strom. Die haben kein Licht, ja. Okay, gut. Ah, das kann doch was, glaube ich. Oh, und da gehen auch schon welche auf die Toilette. Gut, wie lange dauert die Nacht noch? Na ja, nicht mehr so lange. Aber die haben auf jeden Fall alle Strom hier. Die auch? Nee, die haben keinen Strom. Na gut. Na schön hier. Ja, und die Tiere haben wir ja auch noch nicht. Das ist natürlich auch witzig, ne? Ja, okay. So ist das nun mal. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir die mal noch ein hier. Das ist synchronisiert. Aha, das auch. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, holen wir mal hier dieses Runde. Machen das in diese Gruppe. Ja, es ist mal was anderes. Es passt vielleicht auch nicht perfekt da rein. Das kann wohl sein, ja. So, holen wir mal den grünen Regips. Wir könnten das auch nach oben machen. So, wo ist denn jetzt hier die Wand, die ganz normale? Da ist sie ja, okay. So. So. Hier natürlich auch. Oh. Dann ist das ja komplett zu. Okay, das habe ich jetzt irgendwie nicht bedacht. Wo ist denn dieses eine halbe Stück da, das hier genau? Machen wir das hin. Oh, upsala. So. Die Wand. Und hier auch noch zu. Sehr gut. Jetzt brauchen wir noch die. Das Dach. Die das Dach. Mhm. Ja, ja. Die das Dach. So. So, und dort auch. Hier wäre eigentlich ein Glasdach viel cooler, ne? Nur wie sieht das mit den Wänden aus? Okay. 20. Achso, das ist dieses Abschlussding. Ja gut, da habe ich jetzt aber, glaube ich, nicht alle Teile für. Da müsste ich das echt ineinander machen, aber ich glaube, das will ich gar nicht. Wir könnten aber eine Säule quasi drauflegen, wenn wir wollten. Müssen wir aber auch nicht machen. Was hätten wir denn noch hier? Das? Na gut, das sieht auch nicht schlecht aus, aber na gut. Ja. Vielleicht so rum? Oh, da wird es ja so ausgeblendet. Ja, okay, das ist natürlich unpraktisch. Ne? Naja, dann bleibt das so. Gut, dann gucken wir mal nach Glas. Mit Gl wieder.
Ach nee, warte mal. Wir hatten doch hier solche Rundungen oben. Aber ich glaube, das mache ich jetzt. Nee, das mache ich jetzt hier nicht. Nee. Nee, nee, nee. Dachteile. Oh, das ist auch gut. Das ist auch schönes Glas. Ja, wir nehmen das. Gibt es davon solche Seitendinger? Geh mal auf alles. Oh, was haben wir hier Schönes? Gletscherwandgemälde. Wieso ist denn das? Wieso liegt denn das auf dem Boden? Na gut, okay. Dann ist das wohl so. Okay. So, das ist... Oh, das ist aber sehr riesig. Nee, das wollte ich nicht. Können wir das hier irgendwie benutzen? Ich glaube, das würde nicht so gut aussehen. Was haben wir hier? Das? Nö. Das könnte man... Na, das ist aber zu groß. Und das ist auch nicht der richtige Stil eigentlich. Ich hätte gerne das Glas von hier oben. In Wandform. Also für an die Wände. In halb quasi. Dass das hier reinpasst. Ja, ich drücke mich wunderbar aus. Ich hoffe, ihr versteht irgendwas davon. Das war ganz toll. Ja. Das könnte man drehen, oder? Ach, es ist Milchglas. Man kann nicht durchgucken. Ja gut, das. Aber dann fehlt was, ne? Da fehlt dann was. Oh, hier haben wir noch. Oh, die sind aber zu klein. Mensch. Wie kann man das denn jetzt da einbauen? Warte mal. Was nehmen wir? Was haben wir hier? Wir haben da diese Wölfe. Können eigentlich das hier nehmen. Wie können wir das jetzt benutzen? Ich muss mal gerade gucken. Es muss doch irgendwie gehen. Das heißt, wir müssten irgendwas ringsrum bauen oder so. Das muss doch gehen, oder? Wir gucken mal. Vielleicht mit anderen Bauteilen ohne Glas. Solche Sachen. Ja, genau. Was für Riesen-Oschis. Ja, das dünnere vielleicht. Das ist so. Ah, sieht so komisch aus, ne? Obwohl das passt, oder? Weißwiederholung. Zu dem Dach da hinten. Könnte. Gehen. Das ist schief. Das ist doch schief, oder? Na gut. STRG und X. Also Steuerung. So. Und jetzt vielleicht nach innen. So. Ja, es ist irgendwie nicht perfekt, ne? Aber man kann eine Scheibe dazwischen stecken. Ja. Wir könnten die auch nach oben machen. Und hier ist dann quasi Luftloch einfach. Das muss da sein, weil ist so. Weil Architekt hatte keine Ahnung. Wenn wir hier dasselbe nehmen, wo waren denn die anderen Bilder? Das ist doch bestimmt Wanddeko. Genau. B.
Bärlis. Ja. Ach komm, das geht, oder? Ich finde das irgendwie gut. Ja, hier fehlt jetzt natürlich auch noch ein paar Sachen. Ja, das gucke ich mal, ob ich das alleine weitermache, ohne aufzunehmen oder wann anders. Wir können aber jetzt hier mal noch schnell, was heißt schnell, hier geht nie was schnell im Planet Zoo, Vivarientiere reinsetzen, das ist aber nicht schön. Da muss man eine Pflanze drüber schmeißen. So, wir haben ja diesen, genau, den Blauzungen-Skink. Der ist ja quasi aus Australien-Pack, glaube ich. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Und dann gibt es ja noch genau diese Diamant-Schildkröte. Boah, 1200. Jawohl. Und? Swindle. Watkins. Die sind ja genau gleich hier. Nur du bist teurer, weil... Oh, du bist jünger. Ja, dann nehmen wir dich doch mal. Kommt hier die Schildkröte rein. Schau mal an. Muss die andere jetzt? In der Aufbewahrung natürlich. Oh ja, ich habe ganz viel Tiere rausgeholt. Ja, jetzt ist natürlich wieder... Tierpflege hat Probleme, weil das Zeug ist nicht in der Gruppe drin. Ja. Naja, ich muss mir echt das angewöhnen, vorher zu machen. Weil ich hatte jetzt echt keine Lust. So, wo ist denn die gute Schildi? Da ist sie ja. Na, guck an, wie hübsch du bist, du. Bist du die Goldene? Ich kann die gar nicht anklicken. Na. Wo ist der andere? Da. Hä? Also, nee. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte nur mal gucken. Oh, vor allem müssen wir jetzt hier erstmal Wohlbefinden machen, ne? Die Feuchtigkeit ist natürlich viel zu wenig. Ja, gib mal ein bisschen mehr. Und das Layout müssen wir natürlich noch erforschen. Die können ruhig Babys machen, wenn sie da Lust drauf haben. Fenster 4. Ja, hier hinten würde ich gern zumachen. Genau. Und die anderen Seiten bleiben aber offen. Ach, wir haben... Wieso haben wir keine 3D-Fassade? Mysteriös. Ist das überall so? Okay, sag nicht, die muss man auch erst erforschen. Na gut, vielleicht gibt es die auch einfach gar nicht bei denen. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, ich verabschiede mich mal. Ja, das war ja jetzt doch etwas weniger, als ich gehofft hatte. Aber wir haben jetzt ein bisschen was gemacht. Die Ecke hier sieht schon mal viel schöner aus. Und, also für mich zumindest. Und ja, euch noch viel Spaß beim Selberspielen von Planet Zoo. Und bis bald. Tschüssi. Hi.
Betonung. Hier bin ich.